Des shurikens, des ouais, ma gueule c'est carré. Les frérots montés dans le 4-4, c'est moi qui pilote. La dick de moi, elle en a marre, car j'ai serré sa pote. Quand j'arrive devant, ça me dit des potes. Passe pour toi, j'ouvre la porte. T'arrêtes tes mythos, casse-toi, on va l'unique, c'est mort. Was geht ab, ihr Schmutzstücke, ja? Ey, ganz kurz, Götter, was geht? Was geht? Mach die Maske ab oder ich schepper dich um. 5. Olem, was wollt ihr von dem Typen, Mann? Das ist hier der Schmutzpark. Lass ihn mal laufen, wie er will, ja? Sag jetzt mal auf Reflex. Ey, ich wollte mit meiner SMG abknallen. Muss das sein? Abidjan, schenkst du mir deine Langwaffe? Nee, Digga. Bitte, ja? Gönn mir bitte, Digga. Komm schon. Du Hund, einmal Bestandskontrolle. Na, schau, ich glaube, ich kann's nix schnurren. Handy weg. Danke. Haram. Er dachte, er ist auf einer anderen Insel. Hola, die Dame, hallo. Wenn du über mich redest, dann schrei mir nicht so, du Pisser. Wie geht's Ihnen, ja? Aber dann hätte ich so. No entiendo. Abidjan, klär sie doch einmal, ja? Ich will auch einmal rumcrinschen. Die ganze Stadt ist einmal rumcrinschen. Was? Die ganze Stadt ist einmal rumcrinschen. Ich will auch mal endlich crinschen. Damit kannst du mir keine Angst einjagen. Ich hab ne Bazooka. Ich hab da wen für dich. Ernsthaft? Ja, ja. Das wäre ganz nett. Sieht sie denn auch gut aus, Abidjan? Nee, schreibst du die Nummer auf, oder was? Selbstverständlich. Wunderschön aus. Oh, ich hab... Ich sag mal schnell. 72112. Aber du gibst jetzt nicht die Nummer von Chantal. Also, das mein Lieber... Die Rose ist das. Du, wenn ich da anrufe und da kommt ein Kerl raus, dann haben wir echt ein Problem. Echt. Das wäre eine große Respektlosigkeit. Wirklich. Ist kein Kerl, ne? Also, halb. Aber das, was sie gesagt haben, war nicht respektlos, oder was? In welcher Hinsicht? Sagen Sie mal, kommen Sie aus der Schweiz oder so? Vielleicht. Ich verstehe. Nun, ich sag's mal so auf Ihrer Sprache. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben. Ich verstehe Sie leider nicht, Sony. Können Sie es wiederholen? Okay, ich versuch's einmal auf Hochdeutsch. Nun, die Dame, ich hab's nicht ganz verstanden, was Sie eben gerade von mir wollten, was denn respektlos gewesen sein sollte. Na, die anmachen... Ja nun, ich habe nur gesagt, ich würde gerne rumcrinschen. Ja, rumcrinschen ist für mich so ein bisschen rumflirten. Verstehen Sie? Küssen, anfassen und so. Ja, das Übliche. Respektlos oder was? Nee, ich finde nicht, um ehrlich zu sein. Nein. Okay. Nee, wie gesagt, die Nummer war? 72112. Genau. Hab schon tätowiert, Abidjan. Also sie ist halt eine Frau. Hat aber was rumbaumeln, ne? Also es ist so ein, wie gesagt... Ey, Mann, verdammte Scheiße. Heißt sie Sinanji oder Suna oder so? Hör auf damit, Mann. Ehrlich, nee, um Gottes Willen, ich will mit sowas nichts zu tun haben. Manche Leute stehen drauf, ne? Ja, Suna vielleicht, ich nicht. Evet, Genschler. Erzähl mal, was geht ab. Die Russen haben dich beleidigt, ne? Wer? Diese Russen hier. Alhamdulillah. Warte mal. Yeah! Ey, ich brauch deine Hilfe. Wo? Guck mal, du kennst doch Ballers, ne? Ja? Yeah. Wir haben so eine Untergruppierung, Temple Ballers, Drives oder irgend sowas. Mm. Und wegen einem von diesen Hunden, der angeblich dort drin ist, habe ich vor 3 Tagen eine Advance mit über 20 Mags und eine Schutzweste verloren. Aber ich habe so Hass auf den Typ, ich will den einfach nur ficken und das alles zurückerstatten. Das kriegst du alles, wenn du willst, aber ich will ihn ficken. Ja, wo ist er denn? Ja, du holst mich jetzt ab und wir fahren dorthin, wo denn ihre Hut ist und dann reden wir erstmal mit dem. Okay, ja, steig ein. Ja, wo bist du? Ich bin Würfelpark. Ja, ich auch. Komm vor Fliegerbank. Ja. Moin. Oder... Oha, tschüss. Also, alles klar? Hol mal Gerardo, ja? Gerardo. Dann geht. Hol mal Gerardo, ja? Sag, Gelsin. Ja, sag, es geht um 31er. Und damit meine ich nicht Bergs Gang, Uwes Gang. Sondern ein von eurem Set. Kennt ihr dich? Ja, sag Schabern. Sag Schabern, die Legende. Er weiß Bescheid. Ulan, wer mich nicht kennt, der lügt. Ich schwöre, wallah, ich meine das ernst. Es sei denn, er ist neu auf der Insel. Wer bist du? Wallah, der lügt, der wo gerade sagt, wer bist du? Ja, ohne Scheiß. Wallah, nein, Mann, ich lüge ehrlich nicht. Lüg nicht, Digga, lüg nicht. Also, nein, sag, wer bist du? Tamam, okay, ich bin Hakan Schmidt. Okay, freut mich. Ja, nein, Hakan sieht anders aus. Der war schon mal hier im Kreisel. Ihn kennst du, weil er genug hat, oder was? Nein, der stand hier im Kreisel. Moin, Gensch. Yeah, what up, bro? Was geht ab? Was geht, ja? Kiffst du? Der Waller, der ist richtig stoned. Der hat Baba Hase geraucht. Er hat diese Skittles-Schule von Gringo. Er hat diese Skittles-Schule von Gringo. Mhm. Oha.
Nee, Digga, ich weiß nicht. Ich weiß nur, das, was der eben erzählt hat, dies, das, keine Ahnung. Der meinte, ihr wollt den ficken, dies, das, keine Ahnung. Ja, nee, ich sag dir ehrlich, ich mag keine Menschen, die mit Polizei agieren, ja? Nigga, wenn der mit Polizei kommt, kann er sich verpissen. Da wird er zusammengeschlagen. Jack, Bruder, hi. Alles gut, Bruder. Hatte, komm, Cousin, lass los. Wir kommen dann wieder, wenn der Junge wach ist. Okay, Jungs, damit ihr Bescheid wisst, ja, ne, wir sind nicht umsonst gekommen. Okay. Nun, sagt Gerardo, Schaban war hier. Und anderweitig komme ich nochmal vorbei und red mit ihm dann. Bruder, Gerardo steht da vorne. Wo denn, ja? Aber hat der nichts zu tun. Die haben Wichtiges gerade. Ja, ja, der soll mal Blatt da unten. Sonst wartet doch kurz 5 Minuten, die sind gleich fertig. Abidjan, hast du eine Weste für mich? Nee, Bruder. Und wer hat bei diesen Tempel-Dingern, Leuten, da was zu sagen? Tempel Drive OG ist, ist das nicht Burak? Ich glaube, es ist Burak. Abidjan, Burak, ist Burak ein Senji? Ich bin da nicht sicher, ne? Was geht? Was geht, ja? Ey, hör mal zu, gerade ist schlecht, ne? Sehr schlecht. Warum? Was ist los? Weil wir gerade was zu besprechen haben, okay? Tamam, sagt Gerardo, sollte es der Fall sein, dass er mal irgendwann wieder mit mir auf dem Kaffee trinken sich treffen möchte, so könnte es sein, dass ich auch keine Zeit für ihn habe. Sag ihm, ich bin gekränkt. Kannst du ihm bitte diese Körperstellung übermitteln? Das wäre ganz nett. Warte, ich probiere das mal, ob ich jo, das hinkriege. Ja, ja, richtig, so also, ungefähr. Klar. Das wäre ganz, ja, ganz nett. Das sollte ich hinbekommen. Okay. Und dann kannst du sagen, er war ein wenig sauer und stand dann auf einmal so und hab gesagt, okay, was ist das für ein Kollege? Ja, ja, richtig, da, bei dir sieht das sogar krasser aus, Abidjan.